Hallo und herzlich willkommen bei GEZE und auf der Messe Bau in München. Wenn an Türen Brandschutz und Barrierefreiheit zusammenkommen, ist eine sorgfältige Planung besonders wichtig. Denn Nachhaltigkeit entsteht nur dann, wenn im Vorfeld alle Anforderungen genau untersucht und abgestimmt wurden. Barrierefreiheit ist nicht nur ein Alltagsthema, sondern im Gefahrenfall eine unverzichtbare Eigenschaft von Türen. Unser Lösungsportfolio bietet Ihnen für alle Anforderungen das passende, abgestimmte Konzept. Türen zu innenliegenden Treppenräumen mit Rauchdruckanlagen werden zum einen im Alltag genutzt. Bei einem Brandereignis wird jedoch ein Überdruck im Treppenraum erzeugt, um den Raucheintrag wirksam zu verhindern. Aber was bedeutet das jetzt für die technische Ausstattung der Türe, wenn diese auch barrierefrei sein soll? Dies können wir an unserem Exponat demonstrieren. Die Besonderheit besteht darin, dass wir beide Zustände simulieren können. Den Alltag und den Gefahrenfall mit Druckunterschied auf beiden Seiten der Tür. Bei RDA-Treppenräumen gibt es immer zwei Situationen von Türen, die unterschiedlich betrachtet werden müssen. Aus den Geschossen öffnen die Türen in den Treppenraum gegen den Druck. Im Erdgeschoss öffnet die letzte Tür nach außen, schließt also gegen den Druck. Wenn Barrierefreiheit nach DIN 1840 gefordert ist und nur die Alltagssituation betrachtet werden muss, können mit der Wahl des richtigen Türschließers alle Anforderungen erfüllt werden. Unser bewährter Türschließer TS5000 EasyLine hält die barrierefreien Anforderungen bis zu einer Türblattbreite von 125 cm ein. Im RDA-Fall ermöglicht er das Öffnen der Tür mit weniger als 100 Newton Bedienkraft. Wird jedoch auch im RDA-Fall Barrierefreiheit gefordert und müssen sogar die höheren Anforderungen an die Arbeitsstätte eingehalten werden, braucht es eine Automatiklösung. An dieser Tür arbeitet der Drehtürantrieb Slimdrive MDF als Sonderlösung im Servobetrieb und ermöglicht das leichtgängige Öffnen der Tür von Hand, auch im RDA-Fall mit nur 25 Newton Bedienkraft. Betrachten wir nur die Tür, die gegen den Druck schließen muss. Hier erkennen Sie die Grenzen mechanischer Türschließer, wenn Barrierefreiheit gefordert ist. Ist der Türschließer leicht genug eingestellt, um im Alltag barrierefrei zu sein, kann er die Tür im RDA-Fall nicht mehr sicher schließen. Ist er so eingestellt, dass er im RDA-Fall sicher schließt, ist die Tür im Alltag nicht mehr barrierefrei. Wir unterstützen Sie auch hier bei der Abstimmung der Schnittstellen zwischen RDA-Anlage, Türkonstruktion und Türtechnik mit Blick auf die gegebenen Anforderungen an Barrierefreiheit. Nur die ganzheitliche Justierung der möglichen Stellschrauben führt zu einem stimmigen Ergebnis. Sie sehen also, es lohnt sich. Kommen Sie vorbei, Halle B1, und erleben Sie den Unterschied. Gemeinsam realisieren wir lebenswerte Gebäude.